Willkommen zurück zu LEGO Horizon Adventures. Ich bin euer Führer Bo und wir gucken mal einen Baum rein. Ihr seid Lava Socks! Hier schalten wir alles automatisch frei. Brauchen wir gar nichts freischalten. War alles auch Level 6. Jo, cool. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir skillen könnten? Wir könnten hier noch weitergehen, wir könnten hier, wir könnten da. Tralala, tralala. Ja, ich glaube, das mit den Halben brauche ich immer noch nicht. Dann skillen wir einfach mal das. Sehr schön. Cool, so. Irgendwelche schrägen neuen Aufgaben an der Anschlagtafel? Können wir das machen? Nee, okay. Weil die das automatisch gescannt hat. So, wir hatten ja hier geguckt gehabt. So, jede Mahlzeit ein Festmahl. So. Schauen wir doch mal. Die Maschinen wirken aggressiver als sonst. Das erschwert das Sammeln von Ressourcen da draußen. Hey! Oh, ups. Entschuldigung. Ich bin hier anpassen. Umgebung. Oh. Sind hier auch andere. Okay. Okay. Mein Sohn soll seinem eigenen Weg folgen. Es sei denn, er führt in eine Schlucht. Ja, also auf was du im richtigen Spiel die, muss man dazu sagen. Da warst du relativ autoritär, würde ich jetzt sagen. So, dann gehen wir mal los, würde ich sagen. Let's go! Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen anderes erwartet von dem Spiel. Ich will ohne Rust unterwegs sein, aber mit einem Freund an der Seite ist es leichter. Ich freue mich schon. Weißt du, wir sind fast wie die Superhelden Hotdog Guy und sein treuer Partner Hotdog Dog. Sie haben zusammen Abenteuer erlebt, das Böse bekämpft und immer die Welt gerettet. So wie wir, oder? Schätze schon. Ich wollte nur Tirsa treffen und wissen, wer meine Mutter war. Das Böse kam so dazwischen. Das gehört zum Heldendasein. Du wählst es nicht, du wirst auserwählt. Okay, Wahl ist dabei. Wahls Speer kann mehr Gegner mit einem einzigen Wurf durchbohren. Einfach in eine Reihe Stellen werfen. Ich weiß, dass Erzähler objektiv sein sollten, aber ich bin so froh, dass Aloy nicht allein losziehen musste, wo Rost jetzt weg war. Aber du bist doch Rost. Oh. So. Bam. Zack, zack. Wow, was ist das hier? Unsere erste Brutstätte oder was? Ich dachte, ich könnte da hoch noch. Guck mal, im Stall hier. Wie ist denn der alte Schulbus? Hey, lass mal durch. Kann ich da rauf? Nein. Okay, unsere erste Brutstätte also. Let's go. Ui. Gruselig, uralt, voller Maschinen. Ich liebe diesen Ort. I love it. Kann man die alle kaputt machen? Hä? Hm? Ja, nein. Oh, gute Stelle für eine Brücke. Wieder in altem Glanz. Ja. Vorsichtig! Das ist eine Kiste. Oh. Streuschussbogen, ja, cool. Dankeschön. Ja, hier, ach ja, hier geht's so weiter. Ich hatte gerade die Orientierung kurz verloren. Hier komm ich. Hier komm ich. Einer trifft bestimmt. Das muss den Strom regeln. Ob ich es mit einem Stromstoß wach kriege? Wie mache ich das? Oh, so.
der eins könnte ich auch wechseln. Au. Oh. Ja, gut zu wissen. So. Ja, hier komme ich jetzt weiter. Boah, ich wollte eigentlich einen Doppelsprung machen, aber gut. Hab ich ja gar nicht mehr. Ja, aber hier kommen wir nicht weiter. Irgendwie. Okay. Manchmal diesen Kabel hier. Wir sind ja dem Kabel hier gefolgt. Warte, ah, vielleicht können wir damit das Ding öffnen. Gucken wir doch mal. Aha! Zieh mal einen an. Wir haben Hot Dogs. Okay. Nice. So, Rätsel doch noch gelöst, siehst du mal. Rübergesprungen. Ah, na, wie war der Schuss? Ha, eine Maschine weniger. Na, was mit dir? Wow, sieh mal an. Oh, ja. Guck mich an. Ernsthaft, das hat nicht gezählt. Wow. Schon mies. Na gut, dann nicht. So, weiter geht's. Also, das Design ist auch wieder sehr cool gemacht, also sehr ganz original, kann man sagen, gehalten. Sehr schön. Ach ja. So. Mal sehen, ob ich meinen Hochsprungrekord schlagen kann. Ach, guck mal, ich hab schon gar nicht aufgehoben. Sieh mal an. Warte, hier war ja nix, ne? Ne. Also ein paar Teile zu sammeln. Ui, jeppa. Komm mal her. Willkommen. Ich wollte starr auf schießen. Junge, Junge, Junge. Was ist mit dem Vier eigentlich? Aber will ich gar keinen Haufen Schrott produzieren. Schau, da passiert leider nichts. So, das nehmen wir noch mit. Ah, oh, hier ist noch was. Okay. Okay, sieht viel besser aus. Das nehme ich mal knapp. Was mache ich hier mit? Oh, mich selbst töten. Cool. Aufstehen und weiter. Na, vielen Dank, Schwerkraft. Nicht mal Schwerkraft. Ich mag das Spiel echt gerne. Als ob ich
schon genug Geheimnisse enträtseln müsste. Echt, immer dieses Enträtseln. Vorsicht da unten! So, man kann dafür drauf. Und man geht auf jeden Fall nicht drauf. Na gut. So, komm. Dann baue ich mir hier. Keine Ahnung, was das ist. Ich hab echt das gerade. Hä? Ich kann das gerade irgendwie überhaupt nicht einschätzen. Ach ja, die Dinger verfolgen mich ja. Hast dich gelüftet! Was haben wir denn da? Ja, probiere es woanders. Super gemacht, Aloy. Ach so, weil die Dinger sind einmal nützlich. Echt absolut praktisch. Okay. Jetzt check ich, warum wir das skillen sollten. Okay, dann sollten wir das wirklich skillen. Ah ne, okay, wir haben genug. Aber warum ist der dann komplett weg? Oder haben sie dann die Maschine den kaputt gemacht? Geht das auch, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Oh. Okay. Dafür sollten wir nochmal rein skillen. Vorsichtshalber irgendwann mal. Wo werden wir eigentlich noch relativ genug leben? Ne? Aloy war erfreut, so viele Leute zu sehen, die ihre Rückkehr nach Mutterherz feierten. Es war wirklich Zeit zum Feiern. Das war alles? Kein Bosskampf oder so? Ich bin enttäuscht. Hallo. Yay. Du hast eine seltsame Lage erkundet. Okay, das war ein bisschen lame irgendwie. Ich hatte mich auf einen krassen Bosskampf gefreut und so. Schade. Meilensteine reich. 5 goldene Steine. Yay. So. Das ist Aloy, voll krass. Okay, warm. Im Fallschirm 7. Okay, die sind alles an Sachen gebunden. Okay. Und die den jetzt sogar noch fertig machen? Aber machen mal. Gegner, die unter Einfluss vom Feuer einzelner Schockschinken einbergen lassen. Oder muss man also erstmal Statuseffekt auslösen? Okay. Oh, was mit dem? So. Zack. Wir müssen, glaube ich, auch mit allen Leuten irgendwie komplett Level Up haben. Und wird da so noch später ein Spaß. So. Saaltag. Oh, ich kriege ja noch Geld. Ja, irgendwie passieren gerade Geräusche in meiner Wohnung. Und ich weiß nicht warum. Das ist ein bisschen creepy. Val hat bestimmt viel zu erzählen. Kriegen wir denn vom Schneiderlein auch zahlt ab? Sieht nicht so aus. Was für ein toller Kleidungsstil, wenn ich das so sagen darf. Aber hier dürfen wir auch noch Geld ausgeben, glaube ich, für Klamotten, ne? Ja. So viele Klamotten. Eieiei. Nora. Ja, wir könnten so als Dings dafür verkleiden eigentlich, ne? Eigentlich wollte ich so einen neuen Stil einsetzen, das stimmt. Banuk. Nehmen wir den mal. Gehen wir mal als Banuk. Wirst du unsere Freunde suchen? Bitte, bitte, bitte. Wenn du mich so fragst. Nö. Tirsa ist die Seele dieser Stadt. Ohne sie. So, wie kann ich denn jetzt hier. Unser Dorf könnte hier und da einen Anschluss vertragen. Ich würde es selbst machen.
Wir können den Pinsel in die Hand nehmen und Opi ihm helfen. Vielen Dank. Auf Gebäude neu streichen. Okay, ein Stück. Am Abendtisch. Nisbring Nora zusammen als gemeinsame Mahlzeit, aber man braucht dafür einen richtigen Tisch. Ein Festtagstisch. Also lasst uns solchen aufstellen und Mutterherzen. Okay, und wo kriege ich. Ich kann ja hier auch nur jetzt so das machen. Mehr kann ich hier nicht machen. Ich habe ja noch gar nichts hiervon. Deswegen ich check's nicht. Aufgabe ausgeschimpft von Ara. Kriegsherrin Sona möchte, dass ich den Einsatz von Naturgewalt im Kampf demonstriere. Ich muss im Wachturm Dienst schieben. Kannst du uns zeigen, wie das geht? Erledige einfach ein paar Maschinen mit Feuerschock oder Eis. Oh, okay, das sollte hingehen. Maschinen mit Geräten zerstören. Okay, Geräte habe ich noch nicht. So, verschiedene Höfe auf unterschiedlichen Grundstücken bauen. Okay, ja, okay. Ja, das kommt wahrscheinlich alles irgendwie mit der Zeit, denke ich mal. Quatsch. Und das ist wahrscheinlich diese Höfe. Da muss ich mir erstmal die Story fortsetzen. Bei mir ist er jetzt schon unten durch. Ja, natürlich ist er unten durch. Warum sollte der denn nicht unten durch sein, ganz ehrlich? Hoppla. Schau mich mal noch, was hier geht. So, hier gibt es dann das letzte Puzzleteil scheinbar. Schauen wir mal. Es ist ja die letzte Reise durch dieses Gebiet. Ich kenne mir jetzt vermisste. Das rote Monster, das da war, als Ross dich gerettet hat. Glaubst du, es ist ein Dämon? Keine Ahnung, aber was es auch ist, es ist ganz schön übel. Vielleicht sind die Maschinen deshalb immer so wütend. Ja, mein Haar, das. Als ich noch klein war, waren sie noch nicht so. Ja, Ross hat erzählt, dass sie nur in der Wildnis abhingen und sich um die Wälder kümmerten. Dann änderte sich was. Und seit Helis und sein rotes Monster aufgetaucht sind, wirken sie noch wütender. Ich hoffe, wir finden Tirsha bald. Wir könnten ihr schlaues Oma-Hirn wirklich gut gebrauchen. Ich kann das nächste Abenteuer kaum erwarten. Ja, wir brauchen Oma-Hirn. Genau. Ich will auch kaputt schießen, ne? Mit Waldhausch. Ich könnte das auch als Wahl spielen. Ganz dumm gesagt, aber bleiben wir bei Aloy. Ne? So. Money, money makes me funny. Habe ich gehört. So, den Ort kennen wir auch schon, ne? So. Kleine Erfrischung. Tja, dass hinter nichts ist. Achso, ja, gut, ein paar ja. Lego-Steinchen, aber, ne? Die große Loot bleibt aus. Leider. Hätten auch schon ewig gefühlt keiner von diesen coolen Kisten mehr gehabt. Fällt mir gerade so ein. So, so. Niemand ist perfekt. Da ist eine. Nein, schon hoch. So, jetzt haben wir es noch. Ah ja. Ah ja. So, und ein Streichelsbogen, sehr schön. Noch ein uraltes Ding. So geheimnisvoll. Was genau meinst du jetzt? Oh, ein Plünderer. Neues Maschinchen. Zeit, den Plünderer zu plündern. Plündere den Plünderer. Checke. So. Ey, das sieht aber auch alles wieder so. Sieht echt schön aus. Na, vielen Dank, Schwerkraft. So. Können wir dann hier irgendwie.
Ups. Ein Hotdog-Wagen! Ja, der hat uns noch scharfe Hotdogs. Lustig. Aua. Gut so, gleich nochmal auf die Stelle. Und schon bin ich stärker. Mein Gott, das soll eine Schwachstelle sein. Schluckdüsen. Explodierende Hotdogs. Cool. Cool, you. Kaputt. Oh mein Gott, holen. Ist da nur eine Snack? Schade. Ich glaube, ich war hier schon mal. Ah, guck mal, alles sehr bekannt vor. Na gut. Dann gehen wir weiter. Dick, dick, dick. Oh, wird nie langweilig. Na, vor allem zu ihm. Ein bisschen Kohle, ne? So, Silber heißt im Abwege. Das finde ich auch sehr, sehr schön, dass man weiß, was man gerade macht. Die Alten haben wirklich komische Sachen gemacht. Repariert. Zack. Hui, joppa. So. Gut, weiter geht's. Was erwartet uns jetzt? Oh, Kisten, ja! Meins. Neues Spielzeug. So, für Wahl, oh Mann. Flammenbogen, okay. Interessant. Das ist gut, Flammenbogen. Da können wir schon unsere Elementarsache da machen. Das ist so eine Kiste. Streubogen? Nein, ich will mal. What the fuck, Aloy? Was war das denn? Aloy klebt gerade irgendwie an allem irgendwie. Das gefällt mir nicht so. Okay. Warum gibt es diesen Bereich hier, wenn da nichts versteckt ist? Auch merkwürdig. So. Noch eine gute Landung. Zündung. Boah. Der Knaller. Wo brennt's denn? Aua. Lacht er mich ernsthaft aus? Na, schwitzt du schon? Tja. So viel dazu, ne, Jungs und Mädels. Torschussbogen, nein. Echt gutes Zeug. So, gehen wir auf unseren normalen Bogen. Ich wurde provoziert. Genau. Okay, so kriegen wir also ein bisschen Belohnungen noch. Ja, so trotzdem mal alles ab hier. Ist ja wohl, glaube ich, hier waren wir gefühlt auch schon, oder? Gefühlt waren wir hier schon überall mal. Oh. So. Weiter geht's. So. Ingo, sing mit mir ein Lagerfeuerlied. Immer wieder. Krieg ich das von hier aus hin? Nein.
Natürlich nicht. Aber ich kann es so machen. Zack. Zack. Guck mal, brauchst du jetzt schon, musst du schon gucken, dass du die richtigen Sachen dabei hast und so. Ich baue das einfach wieder auf. Ich hoffe irgendwie, dass das irgendwann auch mal irgendwas zu bedeuten hat. So, wir gehen aber trotzdem erstmal hier lang. Weil hier ist ja auch noch ein bisschen Loot. Wir haben ja gemerkt, wir brauchen ganz, ganz viel Münzen. Obwohl das echt nicht. Ja. Hat sich nichts getan. Kriege ich eigentlich was dafür, wenn ich die Rutsche nehme? Zack, 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 zack. Schauen wir doch mal. Ich werde hier auf jeden Fall nichts machen. Perfekter Abstieg. Leider nicht, schade. Ja, wieder Gefangener. Das Ding ist schwer. Ja, warte, bis ich dir damit eins überziehe. Ich wusste, ich krieg dich nochmal dran. Du musstest einfach versuchen, das alte Fossil zu retten, was? Du bist schuld, dass Rost fort ist. Du hast echt auf mich abgesehen, was? Warum der ganze Aufwand für ein Mädchen mit einem Bogen? Weil du die Einzige bist, die... Ich meine, welcher Aufwand? Du bist total unwichtig. Oh ja, sehr überzeugend. Doch, wen juckt's? Tote muss man nicht überzeugen. Und deshalb habe ich mein Haustier losgeschickt, um dich zu zerquetschen und der Sonne zu opfern. Dabby, hol sie dir! Wer ist denn Dabby? Oh, ein Verwüster? Nee, Verderber. Oh. Das da unten muss Tiersa sein. Bing. Okay. Wir haben sogar einen Verderber. Wir kriegen ja alles jetzt auf einmal, glaube ich. Scheint es wirklich die letzte Mission zu sein. Schön, dass ihr euch gegenseitig killt. Oh, jetzt springen sollen, okay. Hast du einen Sonnenstich? Oh. Level up. Ah, hab dich. Oh, er wirft Raketen. Das hat noch nicht gereicht. Immer weiter drauf. Oh. Komm, Aloy, versuch's doch mal. Wo brennt's denn? Aha. Da ist er kaputt. So. Hat es einer sogar für mich gezählt? Lol. Oh, besser als gar nichts. Hm. So. Okay, haben wir da noch irgendwas hier, was wir nutzen könnten? Fällt mir gerade ein. Hier sind so viele Stacheln. Deswegen. Warte mal, aufheben. Boom. Nee, leider nicht. Schade, ich hatte vielleicht so da was versteckt. Aber ne, dann machen wir auf. Los, Aloy! Lass mich helfen. Danke. Mein Kind. Die Urmutter hat dich zu uns geführt. Ich habe es immer gewusst.
Und wie du diese Metallwanze zerquetscht hast. Diesem sonnenvertrockneten Anführer und seinen schrägen Vögeln hast du es richtig gezeigt. Tirsa, dir geht's gut. Oh, ich habe 13 Enkelkinder überlebt. Da müssen sich diese Hohlköpfe schon mehr anstrengen. Ich glaube, sie haben euch meinetwegen entführt. Aber warum wollen sie mich bloß loswerden? Weil nur du sie aufhalten kannst. Ich wusste schon, dass du besonders bist, seit ich dich als Baby gefunden habe. Und so wie du diese Maschinen zack, zack zerlegt hast, hatte ich wohl recht. Okay, wenn du meinst. Du bist die weise alte Frau. Ich mach nur zack, zack. Tirsa, bevor du entführt wurdest, wollte ich dich fragen, weißt du, wer meine Mutter ist? Weißt du, wieso sie mich verließ? Komm, Aloy. Es wird Zeit, dass du selbst siehst, wo du geboren bist. Auf in den Heiligen Berg? Auf in den Heiligen Berg. Oh mein Gott, ab in den Heiligen Berg. Ja. Wie die Axt im Walde. Lies du noch, Junge. Und zack. Aber ein Geheimnis haben wir noch, okay. Es gibt doch noch was zu entdecken hier.